Kommunalwahl 2020 bei Report K, Kölns Internetzeitung. Heute zu Gast Rahab Jerry von den Klimafreunden. Sie tritt an für einen Sitz im Rat der Stadt Köln im Bezirk Neu-Ehrenfeld. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Frau Jerry. Vielen Dank. Ich heiße Jerry, Rahab Jerry, komme aus Köln, wohne hier in Köln-Ehrenfeld, bin Mutter von zwei kleinen Kindern, bin Historikerin. Und ich habe hier in Uni Köln studiert und jetzt habe ich auch meine Promotion zu Ende gemacht oder zu Ende geschrieben und auch abgegeben und verteidigt an Universität Trier. Und ich mache auch noch nebenbei ein bisschen Coaching an Diversity, Inclusion, Gender, Postkolonialgeschichte, Critical Whiteness und die Frage von Antidiskriminierung. Ja, da haben wir schon mal die persönliche Vorstellung eigentlich abgeschlossen. Mich würde noch interessieren, warum Klimafreunde? Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich will mich bei den Klimafreunden politisch engagieren? Also der Grund, warum ich jetzt bei Klimafreunde bin, sind zwei. Ich bin reingekommen wegen meinem ehemaligen Professor, Dr. John Akude. Okay. Und war auch schon hier zum Interview. Ja, genau. Und das Zweite ist, ich habe einfach den Zusammenhang zwischen Sozialpolitik und Sozialgerechtigkeit bei Klimafreunde gefunden. Und das ist ein sehr wichtiges Thema gewesen von einem meiner Vorbilder, Wangari Maathai. Sie war eine schwarze Frau aus Kenia, die auch den Nobelpreis gewonnen hat wegen ihr Engagement an Environmental Justice. Und das finde ich bei Klimafreunde wieder. Ich habe mich immer dafür interessiert, bin ich aber noch nicht in Politik aktiv gewesen. Aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich das Richtige gefunden bei Klimafreunde. Da habe ich auch die Möglichkeit mitzusprechen, mitzumachen und mitzugestalten. Sehr schön. Dann lassen Sie uns direkt mal gucken, was Sie mitgestalten wollen. Ihr Wahlbezirk ist Neu-Ehrenfeld, gleich hier so ein bisschen um die Ecke vom Studio. Was wollen Sie für den Wahlbezirk Neu-Ehrenfeld erreichen, wenn Sie am 13. September in den Stadtrat gewählt werden würden? Dafür haben wir eine sehr schöne Flyer für was wir machen wollen hier in Ehrenfeld. Also ein paar Sachen, die wir machen wollen, sind zum Beispiel mehr Diversität, weil das ist ja die Zukunft und wenn man hier in Ehrenfeld wohnt, man weiß ja, dass Ehrenfeld auch sehr divers geworden ist. Es ist nicht so wie vor 10 oder vor 15 Jahren. Wir wollen mehr Diversität haben in Neu-Ehrenfeld. Wir wollen Verstärkung für die Geschäfte hier in der Nachbarschaft. Mhm. Wir wollen mehr Fußgänger für Radfahrer hier in Ehrenfeld. Wir wollen auch mehr Gehwege und auch natürlich mehr Parks, mehr Freizeitmöglichkeiten. Und da ich auch selber Mutter bin, das ist auch für mich sehr wichtig, dass überall nicht bebaut werden, sondern dass tatsächlich auch unsere Kinder Möglichkeit haben, draußen zu spielen, weil es gehört einfach zum Kindheit. Und das ist unser Flyer. Genau. Genau, ich glaube, da wurden einige von gestaltet. Ne? Genau. Da gibt es nicht nur den einen. Sind auch so ein bisschen die Wahlplakate, sehen auch teilweise so aus mit diesen Flyern davor. Genau. Ich habe noch eine Frage. Wenn man sie mal ein bisschen googelt, auf der Seite von den Klimafreunden, da findet man so einen Punkt soziale Ungleichheit bei Ihnen. Da wollen Sie verschiedene Ursachen bekämpfen, so sage ich es jetzt mal. Wo sehen Sie das in Köln? Also was für soziale Ungleichheiten, welche unterschiedlichen Arten davon gibt es vielleicht in Köln oder speziell in Neu-Ehrenfeld? Also ganz spezifisch jetzt nicht nur vor Ehrenfeld, sondern auch in ganz Stadt Köln ist einfach die Sichtbarkeit von Leuten, die so aussehen wie ich. Tatsache ist, dass wir hier in Stadt Köln nicht repräsentiert sind. Wir haben die Möglichkeit, nicht vor uns zu sprechen, vor uns selber zu sprechen, sondern die anderen sprechen immer vor uns. Und das ist auch eine Art soziale Ungerechtigkeit, denn wir sind ja Teil von dieser Stadt, von dieser Viertel. Und wir wollen auch mitmachen, weil wir halt hier sind. Und unsere Kinder werden ja halt in Köln geboren. Und wir wollen, dass sie auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel auch hier in Kindergarten, in die Schulen, Ausbildungsplätze zu machen, ohne dass man die erstmal nur auf ihre Hautfarbe reduziert oder ihre Herkunft, sondern tatsächlich genauso wie jede andere Person hier in Köln und in Ehrenfeld einfach wahrgenommen werden. Und das haben wir zum Beispiel bei Klimafreunde. Und ich glaube, im Gegensatz zu anderen Parteien sind also ich und Dr. John Akude nicht nur eine Art Tokenism, in dem man nur auf dem Flyer sieht, sondern wir dürfen mitgestalten, mitreden, mitmachen und einfach sichtbar sein. Ne? Und das ist teilweise, was für uns nicht gelungen ist,
dass wir nicht sichtbar sein sollten, weil man einfach uns nicht wahrnimmt. Ne? Also ich glaube, am 6.6.2020 hat man endlich mal erkannt, dass es gibt dann doch viele Schwarzen und viele Afrikaner in diesem Land und auch in Köln selber. Und man kann uns nicht mehr einfach wegfädeln, indem man sagt, wir sind nicht sichtbar oder wir sind nicht hier. Wir sind hier und das ist auch unser Staat und wir wollen auch mitgestalten. Ganz, ganz wichtig ist dann Integration so der Punkt, nehme ich mal an. Wie soll die gestaltet werden? Was muss man da tun? Indem wir auch die Möglichkeit haben, in bestimmte Gremien auch teilzuwerden. Also es wird ja historisch, wenn Dr. John Akude auch jetzt im Stadtrat käme, das wäre das erste Mal, dass wir tatsächlich jemanden hatten, der so aussieht wie ich oder eine schwarze Person oder ein schwarzer Mann, der halt auch im Stadtrat ist, der mitgestalten darf und mitgestalten werde. Und dann halt für uns auch, es ist wichtig, weil dadurch machen wir jetzt eine neue Tür öffnen oder wir öffnen jetzt eine neue Tür, indem dann man auch unser Kinder zeigt, ja, man kann politisch aktiv werden, man kann was für seine Community machen und das ist für uns sehr wichtig. Ne? Also weil sonst bleiben wir immer unsichtbar und man wird uns niemals wahrnehmen, wenn wir selber nicht aktiv werden, selber aktiv rauskommen und sagen, hey, wir sind hier, wir wollen mitgestalten. Und ja. Dazu muss man sagen, der Kölner Stadtrat soll ja auch eigentlich so ein bisschen die Bevölkerung Kölns repräsentieren. Von daher wäre es ja wirklich eine schöne Kiste, wenn mal der Herr Akude oder Sie als Person, People of Color, ne, in den Stadtrat kämen. Eine letzte Frage hätte ich noch, die geht mal so ein bisschen in Richtung Ihre Chancen. Wie sehen Sie Ihre Chancen für den 13. September, dass Sie gewählt werden, dass Sie ab dem 13. September ein Mandat für den Kölner Stadtrat hätten? Ich denke, sehr gut. Dadurch, dass wir jetzt eine neue Art Politik machen bei Klimafreunde, dadurch, dass wir als Bürger und tatsächlich wir als eine Community, die man nicht so wahrnimmt, endlich mal mitmachen dürfen und die Leute werden uns auch sehen und die werden erkennen, ja, wir sind auch ein Teil von dieser Viertel und ich sehe meine Chancen sehr gut. Erstens, weil ich eine Frau bin. Zweitens, weil ich eine Mutter bin. Und ich glaube, das verbindet auch ich verbinde das mit sehr vielen Ehrenfeldern. Und ich wohne auch selber in Ehrenfeld. Also daher denke ich schon, sind meine Chancen sehr gut, dass ich da gewählt werde. Und nicht nur ich, sondern ganze Klimafreunde. Ne? Und ich an dieser Stelle möchte ich einen Aufruf machen an meine Community. Bitte wählen gehen. Ohne eure Stimme werden wir das nicht schaffen. Und ohne die Stimme von unseren eigenen Communities können auch Klimafreunde nicht den Mandat bekommen. Und wir müssen den bekommen, damit wir bestimmte Sachen hier in Köln ändern können. Ja, Rahab Jerry, dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie heute hier gewesen sind. Wir sind gespannt, wie es am 13. September ausgeht. Wünschen einen spannenden Wahlkampf. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.